Hast du gerade nachgeladen? Alter! Herzlich willkommen zurück zum Minecraft Sieg! Zwei Idioten. Herzlich willkommen zu Minecraft Sieg! Lars Koppel, Working Title mit Gorobai. Hallo, Nefias, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Och, endlich jo. Mal wieder ein Projekt mit dir. Du bist ja so hochnäsig geworden, seitdem du bei Dings dabei warst. Ja. Was? Hm? Was? Seitdem du in dem Let's Play mit Korn bist. Hat aber auch viel gekostet, muss ich sagen. Ne? Scheiße. Was? Alles ist voller Milch. Upsala. Oh, das klingt so falsch, aber es ist schön. Alles ist voller Scheiße, Milch. Alles ist voller Milch. Hilfe, Debbie. Auf die Truppen vom Zivilschutz. Gegen so ein Spinner, der Milch verteilt. Wie auch alles voller Milch. Kann man so falsch verstehen auch. Ja, kann man auch. Scheiße, alles ist voller Milch. Wie das auch kam. Scheiße, alles ist voll mit Milch. Ja, es war halt alles voll mit Milch. Was ist eigentlich mit so einem Zuckerrohr? Zuckerrohr. Das habe ich vorhin. Hast du das denn hingeschmissen? Ich habe daraus Zucker gemacht. Und wo hast du den hingeschmissen? Die Kochkiste. Ah, nice, geil. Danke. War richtig? Ja. Okay. Hab ich was richtig gemacht? Ja. Okay. Ah. Fuck. Ah, nee, schon gut. Trotzdem fuck. Ah, scheiße. Worüber kann man denn noch so reden? Oh. Haben wir nicht irgendwelche spannenden Themen wieder erlebt? Erlebt? Ja, wir erleben ja. Erlebt, no. Wir erleben ja sonst so nicht so viel. Nee. Nee. Unsere Leben sind langweilig. Nee. Also ganz ehrlich, ich frage mich, wie sich das... Alter. Was? Wir müssen uns ja richtig krass verschieden ernähren, weil jetzt steht hier mittlerweile Eaten 15 times in the last 200 Hunger. Alter, wie soll wir das denn machen? Eaten once in the last 200 Hunger. Eaten 12 times in the last 200 Hunger. Und wenn es 15 times ist... Jedes scheiß Projekt, das ich momentan spiele, hat mit dem scheiß Mod zu tun, weißt du? Da steht plötzlich Eaten 15 times in the last 200 Hunger und jetzt steht da Value 30% in Klammern 0 Hunger. Melonen bringen gar nichts mehr. Brauche ich gar nicht mehr essen. Das ist doch krass. Die Mod ist geil, aber wenn das einen so hart wehtut... Ja... Mossy Cobblestone. Eaten once. Ja, brauche ich das ja nicht machen. Gibt's keinen normalen Mossy Cobblestone? Doch. Hä? Der wird ja ganz anders gebaut hier. Ja, geil. Früher musstest du einfach Cobblestone zusammenkippen, weißt du, und Wasser drauf. Jetzt musst du Stein backen, Ziegel draus. Ja, ist klar. Backen wir halt Steine. Hab ich auch kein Problem mit. So. Enifi, hier, ich hab was für dich. Was hast du? Licht hinter dir. Was ist das denn? Willst du da? Apple Cider. Apple Cider. Niffi weiß nicht, was Apple Cider ist. Sekt oder nicht? Ja, ist. Nee, Sekt ist das nicht. Sicher? Das ist so ein alkoholisches Getränk halt. Hey, wenn man 4 Cobblestone craftet, kriegt man 4 Cobblestone. Ein Huhn ist entkommen. Das ist schlecht. Notschlachtung.
So. Die haben wir. Jetzt müsste ich noch ein Skystone-Ding finden. ME-Drive, ME-K. Ja, natürlich. Crafting Guns. Jawohl. Stone Gun. Oh. Jawohl, Nifi. Okay. Die Hühner werden jetzt alle einfach sich lieben. Hühner werden sich lieben. Werden sie das? Dreckige Hühner lieben. What the fuck? Und alle haben sich lieb. Also die Hühner. Achso, ein Cobblestone. Okay. Das ist ja easy. Die Frage ist ja immer, ist das Inzest oder ist es Linienzucht? Das Thema hatten wir doch schon so oft, ey. Das Thema hatten wir wirklich ziemlich oft. In jedem Projekt. Und Goro, was ist es? Was jetzt genau? Warte. Linienzucht oder Inzest? Ja, was machst du da gerade? Das hier? Ja. Inzest. Eiskalt. Ja, was? Das kann ich nicht mal Linienzucht nennen, weil Linienzucht wäre nur, wenn du es halt einmalig machst. Okay. Das hier ist, um eine ganze Population aufzubauen. Population. Eine ganze Population. Popolopo. Gut, dass wir hier in der Dings geschützt sind, ey. Hast du gerade nachgeladen? Alter! Alleine, wie ich nur sage, hast du gerade nachgeladen? Hast du gerade nachgeladen? Ich habe eine Pistole gebaut. War eine Quest. Herzlichen Glückwunsch. Können wir endlich die Sachen ausrollen? Jeder Schuss ein Treffer. Ja, fast. Da hinten die Tentakel leidet gerade. Ich sehe es. Okay, du lenkst sie ab. Ich hab gleich keinen Schuss mehr. Alles klar, ich regel das. Wenn du jetzt stirbst, ne? Ich hab keinen Schuss mehr. Gib mir Rückendeckung. Okay. Soll ich dieses Schweinegut einsammeln hier? Hä, wieso liegen hier Spitzhacken? Hast du da hingeworfen? Das ist unser Müllhammer. Okay. Wofür brauchen wir das Gut? Leg's rein, dann kann. Zu spät, ich bin schon tainted. Ich hab's extra in der Hand gehalten, damit es warm bleibt. 64 Bronze Coin. Die Hühnchen sind alle da. Okay, die Pistolenquest war jetzt ein bisschen easy. Portable Tank. Hast du mal geguckt, was wir dafür brauchen? Nee. Ich hab nach Ice Cream geguckt. Da brauchen wir Glas für. Glas und Glas Kopper. Glas und Kopper, ja. Haben wir gar nicht so schwierig. Den Kopper haben wir aber, glaube ich, nicht mehr. Nee. Ah, warte mal, das Platinum müsste aber geschmolzen sein, ne? Ah, ne, wurde nicht fertig. Scheiße, okay. Warte, hast du noch einen Eimer? Schmeiß ihn mir zu. Mit Wasser drin. Und schon wieder. Okay, was haben wir denn jetzt noch an Quests? Here I stand. Wir können ja mal wieder eine Questbeschreibung lesen, ne? Warte mal. Ihr müsst echt die Questbeschreibung lesen. Rubber trees don't exist on this planet. Aha. But you can make a substance that works just like it out of the bitumen you find in the swamp. Ah, im Swamp gibt's Bitumen. Ja, dann nix wie in Swamp. Nix wie hin zum Swamp. Ein kurzsichtiger Freund. Kurzsichtig? Hast du da eigentlich eine Brille? Nee, ne? Nee. Brauchst du eine? Es bestand noch nie Bedarf, nein. Du siehst also quasi immer scharf. Ja, wahrscheinlich. Also ich merke jetzt nicht, dass ich unscharf sehe. Wahrscheinlich, ja. Lou ist auch gerade aus dem Raum. der war fies. Sie sieht unsere Folge nicht, oder? Hallo, Lu.
kann ins Pre-Intro packen dann. Der Nefi ist böse zu dir. Ja, natürlich. Also nee, im Vergleich zu mir ist Lou blind. Nee, ist echt so. Also das sagt sie auch selbst. Deswegen bin ich ja ihr Freund. Ja. Ne? Weiß halt nicht, wie ich aussehe. Du hast so schöne Augen. Ja, die kannst du gar nicht sehen. Hier gibt's normalen Stone im Swamp. Ich bin begeistert. Was machst du denn gerade an Quest jetzt? Ich guck mal im Swamp nach Bitumen. Ich buddel mich gerade einfach nach unten. Hast du hübsche Augen. Laber nicht. Laber nicht. Machen wir hier gerade unsere Blumenarmee hier rund um unser Dings rum, oder? Weiß nicht. Momentan ist ja nicht so viel Blume. Haben lange keine Blumen mehr gefunden, ne? Ja, wir wollen aber auch nicht immer alle sofort mitnehmen von so einem Ding und haben dann doch Angst, dass es doch vielleicht verseucht wird und wir dann nicht mehr dahin können. Der Sachs. Was? Bei Skype macht er einfach so ein Video von sich rein, wo er einfach nur so guckt. Okay. Warum? Weil der Kunde dann geholfen hat und dann einfach nur so ein Video rein. Okay. Alter, der Sachse. Der Sachse. Komm ich nicht drauf klar. Twitter unterstützt jetzt GIFs, hast du mitbekommen? Ja. Ich hab einen krassen GIF-Button bekommen. Es sind sogar gute GIFs drin. Also man drückt da drauf und dann sieht man ohne Ende GIFs, die eigentlich nur aus dem Internet geklaut werden. Aber ist okay. Wenn ihr nicht auf Twitter seid, macht euch einen Twitter-Account und folgt uns beiden. Ja. Soll cool sein, habe ich gehört. Mhm. Da sind die coolen Leute. Die coolen Boys und Girls. Facebook geht eh nichts ab. Wenn ihr Peter Lustig ist gestorben. Da können wir gleich mal, ne? Können wir gleich mal drüber reden. Genau. Also ja, Twitter und Facebook, aber auf Facebook kann man uns auch folgen. So ist es nicht. Ja, klar, aber auf Facebook lasse ich nur meine Videos automatisch posten. Also auf Facebook pflege ich nicht so wie Twitter. Komisch, aber früher war Facebook, also das ist ja eben eine Diskussion, die ich gerne führen. Aber ich habe Facebook nie gepflegt. Nicht? Nee. Also früher war ich nur auf Facebook unterwegs halt. Also ich weiß nicht. Das Krasseste, was ich sehe, ist halt wirklich Twitter. Ich finde Twitter aber auch irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie cooler. Aber Twitter wird, glaube ich, das wird falsch, wenn das, du weißt, ne? Mhm. Wenn die Zeichen höher gemacht werden. Ja. Okay. Hab ich so ein bisschen Angst vor. Ich hoffe trotzdem, dass die Leute sich dran halten und sich trotzdem kurz halten. Wahrscheinlich nicht. Wenn es möglich ist, kannst du ja so viel. Ja, es ist ja auch jetzt schon möglich. Lange. Was? Unendlich lange Texte zu schreiben. Gibt doch Twitlonger und so. Ja? Ja, wenn, je nach Ding, was du benutzt, musst du nur drücken, langer Tweet, und dann wandelt er das automatisch in den Link um und dann musst du das auch anklicken und öffnen. Also das ist jetzt auch schon möglich. Also, ich weiß nicht. Also ist kein Geheimnis. Nee, also es existiert schon lange. Und ist manchmal auch ganz praktisch, wenn du halt wirklich einen Post machen willst und nicht 50. So, weißt du, aber das wird halt ein Problem. Ich habe halt nichts gegen Fanfictions, aber ich vermute leider, dass die Leute dann ständig ihre Fanfictions so komplett da reinposten, so, weißt du? Und dann hast du da ständig. Ich folge jetzt den Leuten nicht, die Fanfictions schreiben, aber dann kriegst du ständig wahrscheinlich irgendwelche Mentions, wo dann sagt, hier Fanfiction, und dann drückst du drauf, hast du da 50 Seiten. Und denkst dir, uff, ja, nee. Gibt ja Fanfictions so, ne? Ja, ja, klar. Sogar eine, die ist immer bei Grants unterwegs. Ja. Ach, die kennst du auch? Ja. Die hat mir heute bei Tippi 5 Euro getippt. Miss Pummelhof. Genau. Die guckt das Projekt bestimmt ja auch und jetzt freut sie sich. Jetzt freut sie sich. Ja.
auch mit dem Stream dabei und so. Ich habe die Fanfiction sogar gelesen. Nur um da jetzt mal. Okay, es kann. Scheiße, ich werde sterben, Scheiße. Wieso springst du vom Berg? Wieso springst du vom Berg? Ich meine, wenn du nach Hause willst, das geht auch ordentlich, Goro. Was hast du gemacht? Okay, scheint lustig gewesen zu sein. Okay. Upsi. Upsi. Ja? War scheiße. War scheiße. Nee, ich bin runtergefallen, weil da war Wasser und dann dachte ich, das schaffe ich. Und dann scheiße, hier ist Ramplet. Aber da nicht mehr. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Naja, aber die Fanfictions habe ich schon gelesen. Da war ja, gab es ja sogar auch mal eine mit mir. Hä? Ja, es war schon. Das war schon. Es war schon. Was war's? Grenzüberschreitend. Grenzüberschreitend. nee, aber es ist halt. Es ist immer sehr. Fremdlich. Nee, es ist immer sehr. Homosexuell gehalten. Ja, das ist halt. Ist okay. Aber ich verstehe halt nicht, warum man das immer machen muss. Warum alles okay, immer sofort in homosexuelle Geschichten ausarten muss. Gut, es ist ja nicht so schlimm. Also könnt ihr uns nicht mal mit Frauen bumsen lassen? Gut, auf der anderen Seite, wir nehmen halt auch miteinander auf. Also nein, macht ruhig. Aber macht doch auch mal schön hetero. Ist mir auch schon, aber das macht den Leuten dann nicht so viel Spaß. Nee, die finden dann lieber so ein Shipping hier. Shipping, genau, das heißt ja Shipping. Goronefi cooler. Und die YouTuber aber denken sich, würde ich nicht mal anfassen. Aber das hat dann auch immer einen coolen Namen, also. Gorofi und so, Gorofias so. Genau. Was ist das denn? Also, ich habe nichts gegen Schwule oder so. Ich habe ja nichts gegen Schwule. Nein, aber. Nein, es kommt auch kein Aber. Aber, so, ich lese Fanfictions halt nicht wirklich. Vielleicht ist das mein Problem, dass ich da nicht so der Fan von bin. Ein neues Ding geclaimed, den Waterfall Lake. Hammergeil hier. Ihr dürft natürlich Fanfictions trotzdem schreiben über mich. Mich juckt das nicht, weil real ist es schon lange nicht. Aber. Noch. Nein, ist nicht. Noch nicht? Waterfall Lake habe ich jetzt. Nur damit du es noch weißt. Und das ist das Wasser, in das ich springen wollte. Ich mach's jetzt direkt. Ich finde. Scheiße, ich muss noch mal nach Hause. Du findest was? Ich finde aber Fanfictions sind interessant. Ja. So, dass die Leute. Dass die Leute da so. Ich finde es aber auch gruselig, wie gut die Leute einen kennen. Dass es teilweise halt auch sehr zutreffend ist, was da manchmal. Also jetzt nicht die Handlung an sich, sondern das Drumherum. Drumherum. Ja, so wie man eventuell was angehen würde. Okay. So von anhand der. Die Leute kennen uns halt zu gut. Kennen uns nur so. Also die kennen quasi nur das, was wir hier öffentlich machen. Ich bin jetzt beim Marvelshire. Hast du das schon mal? Nee. Ja, aber ich bin nicht viel anders in den Videos, als wenn ich echt wäre. Als wenn ich echt wäre? Als wenn ich. Also in echt bin ich ruhiger. Aber sonst? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Was hast du falsch gemacht? Wahrscheinlich die falschen Chords genommen. Muss man in dieses Buch gucken. War scheinbar schon da. Tools Modify. Was? Ich war schon da? Im Alpha. Da waren wir auch schon mal. Kann ich gleich hintraveln. Soll ich die Blumen mitnehmen? Hier sind 4 Blumen. Ja, nimm mit. Aber dann habe ich Angst, dass das Ding hier. Ich habe gerade beim Sumpf auch alle mitgenommen. Ja. Hier Blumen. Aber hier gibt's auch einen Baum. Wo hab ich das vielleicht Seiten doch lassen? Hä? Lass es lieber.
Entscheiden wir später. Wo habe ich denn die Seiten hingepackt, die ich vorhin gemacht habe? Hast du die rosa Seiten mitgenommen? Nee. Ich habe gerade nur die Rewards geclaimed für Alpha. Unser Dings ist wieder super best, ne? Wir können wieder oft sterben. Verschwinden die, wenn ich claime? Das ist natürlich super best. Wir sind wieder super best. Achso, ich sollte die Folge beenden. Jetzt haben wir uns wieder verklappert hier, ey. Boah, Goro. Wir sehen uns dann morgen beim Goro bei auf Kanal. Wie immer, ihr kennt das. Ja, also, bis dahin. Abschalten. Ja, abschalten.